Anscheinend ist er wirklich so ein richtiger Workaholic gewesen, hat Mutter und Sohn total vernachlässigt. Und ja, daran. Das ist es wahrscheinlich. Ja, guck mal an. Ja, 4-5-2, ne? Aber so einfach kann es gehen. So. Ist hier noch was? Nee. Also 4-5-2 ist das Rätsels Lösung. So. Okay. 4-5. Ist schon fast richtig hier. Das ist doch mal nett. Da ist ein Stolperdraht. Ich sehe den. Ich sehe den. Kommt wieder eine Katze? Ja. Ich dachte, warum will er denn immer wie so ein Irrer rüberspringen? Kann er nicht gleich sagen, ich entschärfe die? Ach, ich muss mich da jetzt langsam nähern. Okay. Alles klar. Ja, das ist gut, das ist zu wissen. Ja, dann muss ich demnächst dann jetzt immer R1 drücken zum Schleichen. Aha. Okay, darf ich da nicht rankommen oder wie? Also überall, wo es jetzt so schimmert, darf ich anscheinend nicht hingehen oder was? Also ich denke mal, diese Kreise, die hier so ausgeschüttet sind, darf ich nicht betreten. Okay, gut. Wahrscheinlich muss ich da gleich irgendwie durchrennen. Irgendwie sowas wird doch bestimmt gleich kommen. Interessant. Aber gut, es ist nicht so hammerschwer. Bis jetzt. Weiß ja nicht, was da noch kommt. Lieber nichts zu früh sagen. Also nichts kann so beschissen sein wie dieser Gasraum da vorhin. Das war. Sowas mag ich überhaupt nicht, ne? Da finde ich es auch gar nicht schade, gestorben zu sein, weil das einfach nur Kacke ist. Geh zu. Komm, geh zu. Ne? Was speichert immerhin. Wow, da ist ordentlich was los. Okay. Machine Assemble. Oder Assembly. Ja. Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Ah, wir haben noch ein bisschen. Okay, ich wollte nur gerade eben gucken. Nicht, dass ich die Aufnahme beenden muss. Nee, ist alles noch gut. Alles okay. So. Der sieht ein bisschen gefährlich aus, der Knopf. Den möchte ich ungern drücken. Den könnte man auch drücken. Und was ist hier? Da ist eine Tür. Ah, was machen wir jetzt? Ich drücke mal den Knopf, der nicht kaputt aussieht. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Wir lesen mal. Ich höre nichts. Er liest gar nicht vor. Chief Jacobs hat mich heute auf einen Mord angesetzt, den ich einfach nicht verstehe. Ich hoffe, dass mir dieses Tagebuch dabei hilft, den Fall zu verfolgen, meine Gedanken zu sortieren, klar zu bleiben. Ich habe mich mit vielen Morden zuvor beschäftigt, aber dieser ist anders. Das Opfer ist Cecil Adams, ein typisches drogenabhängiges Arschloch, nach allem, was man so hört. Er wurde in Stacheldraht eingewickelt gefunden, Todesursache Verblutung. Die Mordwaffe war ein Rahmen, und den der Stacheldraht gewickelt war. Es sieht ganz so aus, als ob er in das Stacheldrahtgewirr gestoßen wurde. Je mehr er sich zu befreien versuchte, desto tiefer hat sich der Draht in seine Haut gebohrt, ja. Ich würde auf Bandengewalt tippen, gäbe es da nicht zwei außenstehende Variablen. Ja. Das war aber nicht so, wie es da ist. Also er musste sein Gesicht in Messer drücken eigentlich. Erstens, das Opfer hatte 8 gerade Einschnitte, genau, auf seinem Gesicht. Untypische Verletzungen mittels Stacheldraht, ja. Sie sind scharfe Klingenwunden. Alle 8 perfekt parallel auf dem Gesicht. Das bringt mich auf den Gedanken, dass die Wunden mit einem Gerät zugefügt wurden, das überhaupt nicht in das Profil der Bandenmorde passt, an denen ich bisher gearbeitet habe. Zweitens, dem Opfer wurde ein Stück Fleisch an der oberen linken Schulter herausgeschnitten. Weil der Körper in einem so schlechten Zustand war, haben wir das bei der ersten Untersuchung übersehen. Das Fleischstück war in der Form eines Puzzleteils herausgeschnitten. Jawohl. So, was machen wir jetzt hier? Ich bin hingefallen. So, wo müssen wir dich jetzt loswerden? Ich guck gerade.
Ja, hier kommst du ganz hin. Ja, ich komme nicht weg hier. So. Ah, ich habe eine Idee. Ich sehe etwas, was ich... Genau hier. Da ist Strom. Und da muss er wahrscheinlich gegenrennen. Nicht? Doch, bestimmt. Sonst wäre das nicht da. Also ich sehe sonst keine andere Möglichkeit, ihn zu töten. Oder bin ich schon wieder blind? Kann ich mich denn daran verletzen? Hm. Wo soll ich ihn denn sonst loswerden? Das geht eigentlich nur da. Also ich kann das nicht auslösen. Ich könnte einfach abhauen. Tür ist aber versiegelt. Okay. Ah, okay, ich habe eine Idee. Hä? Wo kommt der denn jetzt her? Ist das ein zweiter? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Das ist mir jetzt gerade zu hohl. Ich habe dich doch gerade hier eingesperrt, dachte ich. So, eingesperrt. Und nu? Achso, das war das Rätsels Lösung. Weil komischerweise hatte ich eben die Tür zugemacht und der war trotzdem hinter mir. Das war ganz komisch. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Medizin, was ziemlich scheiße ist. Na, ich habe echt keinen mehr. Ah, ärgerlich. Müssen wir jetzt irgendwie so versuchen, weiterzukommen. So. Da komme ich definitiv nicht durch, aber hier komme ich durch. Oh, danke. Puzzleteil. Da hinten ist eine offene Tür. Ach so, auf der Seite hätte ich... Kann ich da hoch? Nee. Es fügt sich zusammen, ja. Danke. Aber da kann ich so nicht lang. Wo soll ich denn jetzt... Ach, ich kann da oben rüber. Okay, da ist eine Leiter. Okay. Ja, super, wenn ich runter... Gut, wenn ich runterfalle, bin ich so oder so tot. Von daher ist es eigentlich egal, ob ich... Ja, aber gut, mittlerweile kriege ich das ja ganz gut hin. Sag ich mal so. Und dann fällt er jetzt bestimmt. Nee, das klappt gut. Da kann ich jetzt runterfallen, ohne zu sterben? Ich hoffe. Okay, sehr schön. Der Akku ist anscheinend voll von dem Controller, weil ich habe jetzt seit ungefähr einer halben Stunde oder noch länger das Kabel abgezogen. Das ist eine Fallakte. Achso, da. Ja, keine Probleme mehr. Das ist schön. Detective David Tapp. Bis zu den Ermittlungen sind sie auf Bewährung. Schusswaffe und Abzeichen werden auf Grundlage der Entscheidung der Dienstaufsichtsbehörde an sie zurückgegeben, nachdem deren Anfangsuntersuchungen abgeschlossen sind. Sie haben bisher das Ryden-Hours-Aussage... Was? Sie hoffen... Oh Gott, sie haben bisher, habe ich gelesen. Sie hoffen besser, dass Ryden-Hours-Aussage mit ihrer Geschichte, was sie das Gebäude betreten... Wie sie das Gebäude betreten haben, übereinstimmt. Wenn sie keinen Grund hatten, das Gebäude ohne Befugnis zu betreten, dann werden wir vor Gericht nichts aus Jigsaws Werkstatt verwenden können. Er würde wahrscheinlich davon kommen. Wenn Sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, sagen Sie meiner Sekretärin Bescheid. Sie werden einen Kuchen auf die Station bringen. Henry Jacobs, Polizeipräsident. Ja. Ach, das ist der hier, der uns die ganze Zeit erschießen will, ne? Ja. Drücken? Ich hoffe, es ist nicht mein Tod. Ich möchte eine Gesundheitshypo. Vor allem, das piept die ganze Zeit voll nervig. Hier was?
wieder zurückschieben, ne? Okay. Aha. Kann ich da runterspringen? Nö. Förderband, also was mag ich ja, ne? Oh Gott. Da passiert doch gleich bestimmt was Schlimmes. Ja, ich krabbel jetzt aber nicht durch den Stacheldraht durch, ne? Das darf ich auch gar nicht. Okay. Springe ich nach links runter? Springe ich nach rechts runter? Gute Frage, ne? Oh. Er ist schon automatisch runter. Aha. Oh, by the way, the box is packed with explosives. Super. Try not to make a mess. Okay. Also irgendwas Tolles muss ich da machen. So, was haben wir denn hier? Das ist ja Speicher, das ist schon mal gut. Ja, dann versuchen wir mal unser Spielchen, ne? Ach so, jetzt muss ich mich beeilen. Ach du Scheiße. Wie? Ja. Was hätte ich jetzt tun sollen? Ja. Methadon ist eine Ersatzdroge, ja. Gut, ich habe den Schalter betätigt und ich muss dann verhindern, dass irgendwas mit dem Sprengkast passiert. Finden Sie den Hebel. Ja. Moment, bevor ich jetzt da drücke, erstmal Taschenlampe anmachen, muss ich jetzt gucken. Darf ich da nochmal aufs Förderband drauf? Nein, ich darf nicht mehr zurück. So wie ich das aktiviere, mache ich was? Reinkommen tue ich dann nicht. Ach, ich hätte wahrscheinlich links durch die Tür laufen müssen, ne? Ja, ich glaube schon. Wahrscheinlich geht links die Tür auf. Ja, okay. Da. Na, sieht doch! Hallo! Ach, ziehen! Oh Gott, das war knapp. Kann ich hier drücken? Ja, das war zu lange. Ja. Okay, ich hab's verstanden jetzt. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich lang gehen muss und was ich da machen muss. Ja, also das Rätsel versuchen wir auf jeden Fall noch in diesem Part zu lösen. Und anschließend, ja, muss ich eine kleine Pause machen. Dann beenden wir die Session und ich nehme hinterher noch ein bisschen auf. Aber ist ja cool, muss ich sagen. Das Spiel macht auf jeden Fall immer noch Bock. Ganz ohne Frage. Aber es zieht langsam an. Was ja nicht schlimm ist, das mag ich ja. So. Okay, gut, komm. Geh weg. So, jetzt schnell hier den ziehen. So, pass auf. Und gleich. Ah ja, wir können es doch wieder zurückdrücken. Ich muss das gleich zurückdrücken. Dann gehe ich da durch. So, komm. Scheiße, schnell bin ich nicht. Ah, ja, da lag was im Weg. Okay. Da muss man aber echt schnell sein. Das ist echt nicht einfach. Sieht vielleicht ganz billig gerade aus, aber ist es nicht, glaubt mir. Und dieser Raum, der da gerade abgebildet ist, der war richtig scheiße. Das war dieser Gasraum da. Das war ein Kack. Also das war mit Abstand der beschissenste Bereich bisher in diesem Spiel. Ansonsten fände ich alles ziemlich cool. Ich mag auch diese Duelle, sag ich mal, mit dem Henry. Dass wir uns praktisch immer, ja, verstecken müssen und so weiter. Schon ganz cool gemacht. So, wir müssen einmal ziehen. Ich kann da nicht so durchrennen, ne? Nee. Ich muss das gleich nochmal ziehen, okay. Ich
kann noch. Achso, ich kann ja jetzt schon nochmal ziehen, ich Idiot. Hätte ich schon längst machen können. Ich bin auch ein Held. Noch ein. So. Jetzt geht er noch weiter, ne? Oh Gott. Gott. Ja, hoch. Ach, da muss ich was hochschieben. Nee. Da. Oh, das war knapp. Okay. So, und jetzt? Kann ich hier durch? Ja, okay. Jetzt bin ich wahrscheinlich tot. Ich muss erstmal raffen, was ich hier so schnell machen muss. Da ist der letzte. Oh Gott. Zieh. Zieh. Zieh! Verdammt doch mal, Kacke, zieh! Ach, ich muss erst den. Okay. Ja, ich sehe schon. Ja. Okay, da muss ich dann ein paar mehr schieben, bis ich das da. Ja, okay. Mhm, aber ich habe verstanden. Den zweimal ziehen, dann den anderen und dann. Wow. Okay. Ein Versuch machen wir noch. Ein Versuch machen wir noch. Und wenn das dann nicht klappt, dann lösen wir das in der nächsten Aufnahme. Aber ich bin jetzt eigentlich ganz guten Mutes. Ich muss ja nicht warten, habe ich gerade festgestellt. Ich kann ja einfach alles nach und nach schnell erledigen. Und dann habe ich ja immer noch ein bisschen Zeit übrig. Von daher sollte das funktionieren. Achso, Licht an. Taste drücken. Loslaufen. Okay. So, also erstmal hier ziehen. Zweimal ziehen. Eins. Zwei. So, weiter geht's. Dann hier auch zweimal ziehen. Allein jetzt habe ich schon wieder ein gutes Stück Zeit gespart. Dadurch, dass ich jetzt genau weiß, wo ich lang muss. So, weiter geht's. Jetzt muss ich einmal über die Treppe rüber. Hier war noch nichts, ne? Ne, da war nichts. Okay. Dann das Teil da ziehen. Dann wieder zurückrennen. Das frisst natürlich alles richtig Zeit, ne? So, jetzt beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Denn das hier, das frisst Zeit. So, ich muss als erstes den hier zweimal ziehen. Nochmal. So, dann muss ich den da wegziehen. Und dann kann ich den da hinten wegziehen. Okay, das hat auch geklappt. Geht das noch weiter? Scheiße. Das geht noch weiter! Oh, fuck. Wie mache ich das jetzt? Da komme ich doch gar nicht hin. Aua. Oh. Fuck. Da ist nichts. Exit? Toll. Ich habe jetzt nicht gecheckt, wo ich lang muss. Tut mir leid. Ja, das muss ich dann im nächsten Part nochmal gucken. Ich verstehe nicht, wo ich hier hätte aktiv werden müssen. Ich sehe, dass da das Teil ist, ja, aber wie komme ich denn da ran? Ist fast geschafft gewesen. Ich hätte da irgendwie noch was machen müssen, aber was, weiß ich nicht. Das habe ich nicht erkannt. Ja gut, dann war's gleich bumm. Dann sage ich schon mal tschüss. Genau. Ja, nee, werden wir im nächsten Part erledigen. Ich bin sehr gespannt, macht auf jeden Fall richtig Bock. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.